Manchmal schreibt das Leben Geschichten, die einen um den Verstand bringen. Amelia war im 6. Monat schwanger, als etwas Tragisches passierte. Sie war in einen grausamen Autounfall verwickelt und kam schließlich in ein Krankenhaus. Anders als die anderen Insassen wurde sie schwer verletzt. Sie erlitt einen Blutgerinnsel und fiel kurz darauf sogar ins Koma. Doch auch wenn es für die Mutter aussichtslos schien, gab es für den kleinen Nachwuchs noch Hoffnung. Er wurde etwas früher als geplant, aber immer noch gesund und munter aus ihrem Bauch geholt. Für die Mutter sah es aber alles andere als gut aus, doch manchmal schaltet sich doch eben das Karma ein. Eines Tages lag das kleine Baby auf ihr und dann passierte es. Sie wachte tatsächlich auf und hielt zum ersten Mal ihr wundervolles Baby in den Armen. Von diesem Tag an hat sie unglaubliche Fortschritte gemacht und konnte kurze Zeit später das Krankenhaus wieder verlassen.